Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. In der letzten Folge haben wir nicht nur das Eisenschloss bzw. den Schmelzerdämon besiegt, sondern auch den kompletten Sonnenturm erkundet, Entschuldigung. Und jetzt wollen wir uns an die weitere Erkundung des Eisenschlosses machen. So. Mann, viel zu viele Vokabeln hier. So, du gehst drauf und dann locken wir uns den anderen wieder raus. Weil, wie gesagt, diese Schildkröte da hinten kann einem sonst tierisch auf den Keks gehen. Es ist an sich kein Problem, über die weggeschlagene Platte zu springen. Aber es ist gleichzeitig auch nicht gerade unbedingt das Angenehmste. Meine Güte. Entschuldigung, aber irgendwie habe ich einen Frosch im Hals. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich esse für gewöhnlich keine Frösche. So, Schlag 1. Ich bin immer durch. So, jetzt können wir die wieder so angehen. Einmal schlagen, einmal nach hinten rollen. Okay. Und auf Wiedersehen. So, das sind übrigens, es gibt ja einmal die alten Eisentracht-Klamotten, das sind die, die man im Wald der gefallenen Riesen bekommen kann. Und hier sind es, meine ich, sogar nur die, nur in Anführungszeichen, nur die, ja, die normalen Eisentracht, also nicht mehr die alten Eisentracht. Warum? Keine Ahnung. So, den Kerl versenken wir jetzt einfach mal gekonnt, um uns den Bogenschützen runterzuholen. Und wenn wir den besiegt haben. Ah, sehr schön. Haben wir sogar ihn runtergestürzt. Dann können wir das nämlich erstmal wieder hochfahren. Ciao! Und uns um die Schildkröten kümmern. Beziehungsweise eigentlich. Was haben wir noch so an Pfeilen über? Wir haben noch die Blutungspfeile. Kann ich den da hinten mit Blutungsfällen treffen und töten vor allem? Das macht ja schon fast Schaden. Weil das Problem ist, da unten seht ihr schon eine der Kristallechsen. Ich mache das mal so. Man kann hier diese Platten mit diesen Knöpfen runterfallen lassen. Ach, verdammt, jetzt haben wir die Echse dadurch verschreckt. Verdammt, okay. Dann hat sich das auch schon erledigt. Ja, das ist eine der Echsen, da brauche ich immer extrem lange, um die zu bekommen. So, außerdem muss man hier aufpassen. Hier sind auch wieder Schalter auf dem Boden. Und diese Schalter würden hier einen Lavafluss, ja, auslösen, der Schaden anrichtet, wenn man, ja, durchläuft. Logisch. Ich meine, es ist Lava. Und Lava tut halt weh. So. Deshalb holen wir uns erstmal die Klamotten hier. Na, verdammt, jetzt ist da auch noch ausgelöst. Ja, jetzt seht ihr es. Jetzt fließt hier Lava lang. Passiert. So, hier hätten wir halt auch wieder Vasen voller Wasser. Dadurch sind wir ein bisschen immun gegen, also was heißt immun, aber wir kriegen halt weniger Feuerschaden. So, diese Schildkröte hier kann tierisch nervig sein. Vor allem, wenn man nicht nach hinten räumen will. Au. Okay, da habe ich gerade die Reichweite unterschätzt. Soll vorkommen. Nope. Nicht nochmal. Und ja, hier kann man jetzt entweder über den Schalter laufen oder man geht einmal kurz außen rum. Das ist Jacke wie Hose. Wir kriegen hier die große Seele des namenlosen Soldaten. Die ist ein paar Seelen wert.
Aber ist jetzt nichts so Wichtiges. Man kann natürlich versuchen, schnell genug zu sein und die Schildkröten runterzuschubsen. Aber, ne. Ach komm, der lebt doch. Ach komm. Ah, und da hinten ist ja noch ein Bogenschütz auf uns. Na toll. Nett. Das war gekonnt. So, Nummer 1. Das Problem ist auch, der Bogenschütze ist, glaube ich, sogar ein Hauptmann. Au, au, au. Ja, da haben wir uns gerade voll wegkommen lassen. Ja, das ist ein Hauptmann. Toll. Okay, töten wir erst den Hauptmann. Dann töten wir den Rest. Machen wir es halt so rum. Kann ich auch mitleben. Das Problem ist, wir haben jetzt wieder relativ viel Leben schon verloren. Das stört mich ein bisschen. Ich würde aber sagen, bevor wir uns ein Menschenbild reinziehen, können wir noch einmal sterben. Das geht. So, du kommst raus. Wie immer. Einfach nicht übernehmen. Weil ich, wie gesagt, gerade eben nicht gemerkt habe, dass ich den, wie ich die anderen da noch gepult habe. Sonst hätte ich das auch anders gemacht. Ne? Bist du? Meine Güte, schleichst ja richtig. So, wenn du schnell zu einem Gegner kommen willst, weil du dich mit Pfeilen abschießt, ne? Ist das nicht sinnvoll, zu dem hinzuschleichen. So, dann das Ganze nochmal. Hallo. Ihr seht schon, wir werden auch kurzzeitig langsam, wenn die auf den Boden schlägt. Weil die so eine Dingens auslösen. Eine Druckwelle bzw. eine Strom. Ich meine, während eines Erdbebens kann man auch nicht vernünftig laufen. Der Feuertrafen stellen. Damit könnten wir Waffen mit Feuer durchziehen, wenn wir es denn brauchen. Hat halt den Vorteil, dass wir Feuerschaden machen, wer hätte es gedacht. Aber ich persönlich bin eigentlich immer eher der Freund von reinem physischen Schaden. Zumindest wenn ich mit Schwertern drauf haue. So, dich töten wir einfach wieder. Lassen das, glaube ich, jetzt auch einfach mal unten. Da haben wir zwar so gesehen den Nachteil, dass wir da Feuer haben, aber naja. Machen wir es jetzt mal so, in der Hoffnung, dass wir die Echse noch kriegen. Ihr habt gesehen, was für einen Schaden das anrichtet. Nein, die scheiß Echse. Ja. Da sind wir einfach zu langsam für. Und ja, man kann da theoretisch auch drüber springen, aber na, dafür müsste man springen können in Dark Souls. So, da hinten ist der Bogenschütze. Wo steht denn der Kerl, den wir noch gepult haben? Da habe ich jetzt nicht ganz gerafft, wo der herkam. So, die möchten wir einmal anlocken. Schade, läuft nicht durchs Feuer. Das ist ja jetzt nicht so nett. Au. Ich bin doch schon weggerollt. Ja, manchmal sind so die Hitboxen auch ein bisschen merkwürdig. So, Schildkröte Nummer 1. Ach, da hinten steht er. Ich sehe ihn. Da, hinter der Säule. Der da. Der war das. Genau der. So, dann locken wir den erstmal zu uns, gehen dann unsere Seelen holen, kümmern uns dann um den Bogenschützen
Und ja. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. So die Reihenfolge. Nehmen wir nochmal einen Lebensstern. So, gerade ist das Feuer aus. Wollen wir unsere Seele nochmal hier hinten liegen? So, diesen Bogenschützen kann man relativ einfach ausschalten. Und tschüss. So. Die Schildkröte da hinten können wir eigentlich gerade ignorieren. Wir müssen später wahrscheinlich einfach das, diesen Ring hier nochmal hochfahren. Und dann war da, glaube ich, ein Item. Bin mir aber nicht ganz sicher gerade. So, wir gehen aber erstmal hier lang, denn da vorne ist eine Truhe. Hier sind noch ein paar Gegner. Aber die können nicht viel. Eins, zwei, drei Schläge aushalten können sie. Mehr nicht. Außerdem gibt es hier gleich noch einen NPC-Invade. Nämlich, sobald wir die Truhe geöffnet haben, müsste der gleich auftauchen. Ja. Oliver ist der Sammler. Der hat ein ziemliches Sammelsurium an Waffen. Oh. Und ihr seht schon, der rollt extrem langsam, der ist absolut überladen. Das ist halt der Nachteil, wenn man alles Mögliche an Ausrüstung dabei hat. Und tschüss. So. So einfach kann man Oliver, der Sammler, da runterschubsen. So, gab ein Menschenbild. Das ist mal ganz nett. Ansonsten war hier nichts. Wie gesagt, die Truhe. Außerdem gibt es hier noch einen Weg. Und der ist nicht ganz so freundlich. Denn wir haben hier drei Bogenschützen, glaube ich. Von denen. Und das ist dementsprechend gar nicht mal so freundlich. Alter. Dark Souls Hitboxen. Und Schaden machen wir mit den Pfeilen auch nicht wirklich. Ups. Wie habe ich es da gerade geschafft, einen Sprungangriff mit dem Bogen zu machen? Der hat es, glaube ich, vollgebracht. Nicht. Okay, sie schießen aber alle drei auf uns, nicht nur der eine. So, hier schießt noch einmal. Und wie gesagt, es ist hier ziemlich nervig, wenn man entweder tierisch auf die Schnauze kriegt durch die Pfeile oder ja, man verbraucht halt viele Pfeile und ihr seht schon, wir haben nicht mehr so viele, wir sollten demnächst mal neue kaufen. Demnächst nochmal schön mit Eisenpfeilen eindecken. Außerdem, bald können wir endlich Giftpfeile unendlich kaufen, weil wir haben ja den guten Gavlan, der sie uns verkauft, schon an zwei von drei Stellen getroffen, wo wir ihn treffen müssen. Jetzt fehlt uns nur noch die dritte. Alter. Also sonst kriege ich den... Okay, den Sprung kriege ich relativ häufig hin, aber irgendwie kriege ich den Tritt selten hin. Aber gerade mache ich den dauernd. Drei Pfeile. Das können wir jetzt noch einmal machen, dann müssen wir auf unsere Feuerpfeile umschwenken. Die können wir uns auch übrigens bald unendlich kaufen. Und wenn wir die Feuerpfeile verbraucht haben, laufen. Danke. So, jetzt können wir den letzten können wir auch im Nahkampf erledigen. Vor allem, wenn er versucht, uns mit Pfeil und Bogen abzuschießen. Das ist nicht so klug. Vor allem, wenn man da hinten hinzieht, während ich schon rechts neben einem stehe. Oder links, beziehungsweise besser gesagt. So, hier kriegen wir neue Feuerpfeile. Das ist natürlich sehr gut. Ist mal ein bisschen aufgestockt. Außerdem haben wir hier
Die Großaxt des Schwarzen Ritters. Ja, es hat eine schöne Stärkewaffe mit guter Reichweite. Und ein paar Einfallspinselgewürze. Letzteres brauchen wir nicht und ersteres benutzen wir nicht. So, jetzt lassen wir uns hier ein bisschen sorgsam runterfallen. Kriegen hier nochmal gebrochene rote Augäpfel und Fackel. Fackeln kann man immer gebrauchen, den gebrochenen roten Augäpfel eher weniger. So, außerdem sind wir hier oberhalb von zwei von den normalen Alon-Rittern. Es ist sinnvoll, die erst abzuschießen, bevor man runtergeht. Weil man landet gleich da auf diesem Kessel. Und man kann sich schon vorstellen, wenn man in der Mitte des Kessels landet, ist man tot. Und da wir das nicht wollen, weil wir sind eh schon oft genug gestorben. Okay. Warum auch nicht? So, ungefähr von hier. Das ist jetzt ein bisschen Balanceakt. Aber alles kein Problem. Und hier bekommen wir den goldenen Schlangenring. Der ist ziemlich nützlich. Ist halt genau das, was heißt genau das Gegenteil? Er ist halt das Gegenstück zum silbernen Schlangenring. Der silberne Schlangenring gibt uns ja einfach mehr Seelen, wenn wir ihn tragen und Gegner töten. Und der goldene bewirkt halt, dass Gegner häufiger Items droppen. So. Hier diesen Nebel konnten wir jetzt von hinten durchqueren, weil wir jetzt da sind, wo wir eben gestartet sind. Na komm her. Muss hier rein? Ja. Sitz zuschlagen, Schildkröte. Ich finde, das ist ein guter Rhythmus für die Viecher. Und einmal einen schweren Angriff. Sicher ist sicher. Ich glaube, der hätte das nämlich sonst ganz leicht überlebt. Mit ein paar HP. So, hier bekommen wir ein Klosteramulett und die große Seele eines namenlosen Soldaten. Und jetzt einmal kurz warten, timen, durch hier. Denn wir wollten ja noch gucken, was da ist, wenn wir die andere Schildkröte da, beziehungsweise wenn wir die Plattform wieder runterfahren und zu der anderen Schildkröte gehen. Ich gehe lieber außen rum. Ich will die jetzt noch nicht unbedingt pullen. So, Feuer tut weh, deshalb warten wir. So, dann noch einmal Hebel ziehen, das wieder hochfahren und das andere hochholen. Aber scheinbar war da nichts. Warum haben wir dann die Schildkröte angegriffen? Ich weiß es nicht. Lassen wir die Schildkröte als Schildkröte sein, genauso wie sie uns untot sein lässt. So, jetzt kommen wir dem nächsten Leuchtfeuer sogar schon ein bisschen näher. Und dafür müssen wir in diesen engen Gang hier. Und dieser enge Gang ist echt uncool. Nicht nur, weil hier eine Schildkröte wartet, sondern weil da hinten gleich noch eine Schildkröte wartet. Und zwar, ihr seht da so ein Fallbeil vom Prinzip her. Dahinter, also zur Erklärung, ja, ihr seht schon Eisentrachtheim, nicht alter Eisentrachtheim. Das hier müssen wir jetzt per Hebel hochziehen. Das bleibt dann auch erstmal kurz oben. Aber hinter dieser Ecke, ihr seht da schon den Hammer. Ne? Ist nicht so cool. Das heißt, man kämpft auf einem noch engeren Raum gegen die, wenn das Ding runterkommt. So, deshalb sinnvoll ist es, sie einmal durchzulocken. Danach kann man sich da ganz unbekümmert drunter durchwagen. Und das war jetzt noch nicht mal zu gierig. Sehr schön. Und von dir bekommen wir die Rüstung. Nett. Ja, die Eisentrachtrüstung ist natürlich noch ein bisschen besser als die alte Eisentrachtrüstung. Wer hätte es gedacht? Weil ich meine, auch Rüstungen werden alt und rostig und so.
So, hier wollen wir wieder ein bisschen timen. Aufpassen, wenn man gegen die Wand rennt, tut's weh. Das Item holen wir uns später. Wir gehen erstmal hier hoch. Nämlich sind wir damit schon so gut wie am nächsten Leuchtfeuer. Müssen jetzt nur noch hier einmal dran vorbei. Übrigens, kleiner Tipp: Wenn das Ding brennt, sollte man es nicht schlagen. Ich zeige euch gleich, warum wir es nicht schlagen wollen. Aber vorher mache ich es aus. Dafür gibt es nämlich diesen Hebel. Der deaktiviert sozusagen alle diese Flammenwerfer. Und hier haben wir das Leuchtfeuer. Ich würde sagen, dann holen wir uns mal schnell noch das Item, was wir da unten nicht haben. Und das Item, was wir am Anfang uns nicht geholt haben, denn das können wir uns jetzt auch holen. Und danach kümmern wir uns hier um den Boss, beziehungsweise gehen vorher halt noch einmal Seelen sichern. Und ihr seht schon, wir haben gerade einen bereits mit Blitz verzauberten Kurzbogen, der schon auf Stufe 1 ist, bekommen. Macht halt physisch, glaube ich, jetzt ein bisschen weniger Schaden als unser Kurzbogen, zumal unser Kurzbogen eher auf plus 3 ist, glaube ich. Wichtig ist hierbei vor allem die Blitzverzauberung, was meiner Meinung nach auf Bögen generell keinen Sinn macht, weil man Bögen so oder so ja noch verzaubern kann. Deshalb, naja, muss jeder für sich selber wissen, ne? So, dann holen wir uns das eine Item. Und wenn wir das haben, wie gesagt, gehen wir einmal kurz unsere Seelen sa saven. Sprich, leveln und Pfeile kaufen. Vor allem Pfeile kaufen. Und wenn wir das haben, dann widmen wir uns dem nächsten Boss. Und der nächste Boss, na, ich will jetzt nicht sagen, dass er einfach ist, weil ich dann grundsätzlich wieder voll auf die Fresse kriegen werde. Aber er ist eigentlich nicht schwer. Seine Angriffe sind für gewöhnlich relativ leicht vorherzusehen. Und auch ansonsten der eins, das was den Boss am schwersten macht, ist eigentlich, dass die Arena, in der man gegen ihn kämpft, relativ klein ist. Da ist der Bogenschütze wieder runtergefallen, oder was? Ich wollte gerade sagen, wo ist der Bogenschütze hin? So. Und jetzt seht ihr hier. Können wir uns das Item holen? Das ist der Eisenschlüssel. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welcher der beiden das ist. Es gibt nämlich einmal den Eisenschlüssel und einmal den großen Eisenschlüssel. Okay, das ist die Eisentür des Eisenschlosses. Ja, das müsste für den Wald der gefallenen Riesen sein. Wenn ich mich gerade nicht irre. Übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt wegen Lucatiel. Wir müssen sie ja nur für drei Bossfights rufen und wir haben sie schon für zwei gerufen und es kommt noch einer. Deshalb ist das nicht das Problem. Da hat einer übrigens Havels Rüstung an. Plus Havels Waffe. Der Kerl hat verdammt viel in seine Belastung gesteckt. So viel muss man ihm lassen. So, einmal kurz guten Tag. Ich möchte bitte aufsteigen. Und zwar Kondition auf 30, Anpassung 26, 30 Geschick. So. Dankeschön. Was haben wir noch an Seelen? Nehmen wir die mal. Das sind nochmal 3000. Können wir uns nochmal 15 Lebenssteine kaufen. Ich hätte 14 kaufen sollen, dann hätte ich zumindest eine gerade Anzahl gehabt. Egal. Und dann gehen wir nochmal bei McDuff einkaufen. Außerdem werden wir vorher wahrscheinlich nochmal schnell ein Seelen-Item essen. Also benutzen. Weil 2380 Seelen durch 30 ist jetzt 79, ist nicht wenig, logisch. Aber ein paar mehr können wir uns noch holen.
Schinderseelen sind nur 50 Seelen. Das wären dann 250, 260. Wir bräuchten aber 270, wenn dann. Nehmen wir einfach die. Mann, die 800er. So. Und dann nochmal 80 Pfeile. Dankeschön. Ich werde auch schon mal ein Menschenbild benutzen, einfach weil ich für den Boss das maximale Leben haben möchte. Und jetzt gehen wir zu Aegils Götze. Aegil, wenn ich mich nicht irre, war eine Person, die auch für den Eisenkönig gearbeitet hat. Beziehungsweise auch mit ihm befreundet war. So, jetzt kleiner Hinweis. Deshalb sollte man das Ding nicht schlagen, weil das spuckt halt dauerhaft Feuer eigentlich. Und fängt dann an sich zu drehen. Warum man es auch immer schlagen sollte. Aber es haben scheinbar genug Leute das Ding geschlagen. Selber schuld. So, auf dem Weg zum Boss haben wir hier noch eine weitere Schildkröte. Nicht abhauen. Schlagen, wegrollen. Schlagen, wegrollen. Schlagen, schlagen, tot. Wir könnten uns hier einen NPC rufen. Allerdings ist dieser NPC für keinerlei Questlines relevant. Deshalb lassen wir das. Aber diese Menschenjägerin, die, warum auch immer Menschenjägerin heißt, könnten wir theoretisch auch für andere Bosse noch rufen. Wollen wir aber wie gesagt nicht. Und für den Boss brauchen wir den Schild nicht. Jetzt lernen wir nämlich den alten Eisenkönig kennen. Oder besser gesagt, das, was aus ihm geworden ist. Wir dürfen jetzt gegen dieses Viech kämpfen. Und ja, ich habe beim ersten Mal, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, gedacht, wer hat den Balrog hier hingebracht? So. Wir können ihn natürlich nur bedingt direkt angreifen. Müssen halt immer warten, bis er zugeschlagen hat. Und können dann selber zugreifen. Seine Angriffe, wie gesagt, sind relativ leicht vorherzusehen. Und dementsprechend für gewöhnlich relativ gut auszuweichen. Wo man hier aufpassen sollte, da ist eine. Jetzt wollte ich euch was zeigen und dann kriege ich auf die Fresse. Alles eure Schuld. Da ist ein Loch. Verdammt. Mal kurz hinten hin. Ich nehme auch sicherheitshalber mal ein Estus, weil er kann halt schon Schaden raushauen mit seinen Angriffen. Auf die Hand. Und wie gesagt, man möchte nichts. Oh. Man möchte nicht ja, irgendwie von ihm in die Lava gehauen werden. Aber er kriegt so viel Schaden, das ist unglaublich. Ich meine, das Boss-Design selbst ist ja schon echt cool. Und da war ich gerade ein bisschen doof. Wollte ich cool sein und hab's vergeigt. Jetzt fängt das schon wieder an. Ich komme aber auch nicht weit genug von ihm weg, wenn ich nicht sprinten würde. Ich sollte mal sprinten. Na, was machst du jetzt? Wir können natürlich jetzt auch gerade Pfeil und Bogen gegen ihn verwenden. Theoretisch. Au. Also ich habe nicht mehr gesehen, dass ich in der Flamme stand, aber gut. Ja, hätte klappen können. Ich habe doch gesagt, ich darf nicht sagen, dass der Boss einfach ist, weil ich dann voll auf die Schnauze kriegen werde. Ich habe es trotzdem getan.
Na gut, dann das Ganze nochmal. Wie gesagt, so weit ist es ja jetzt nicht. Wir müssen immer nur die eine Schildkröte halt neu plätten. Theoretisch könnten wir, glaube ich, auch an der vorbeirennen. Aber die steht da in einem relativ engen Gang, deshalb möchte ich es nicht unbedingt ausprobieren. Machen wir es so. Große Titanitscherbe. Nett. Brauchen wir zwar nicht, aber nett. So, dann nochmal zum Boss. Und ihr habt gemerkt, er kriegt viel Schaden, teilt halt viel Schaden aus. Eigentlich ist es nicht so schwer, den Angriffen auszuweichen. Warum ich es gerade, wie gesagt, nicht hingekriegt habe. So. Ja, jetzt taucht er plötzlich hier auf. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich bin zu doof für alles. Auf den Kopf. So, hier will man ein bisschen Abstand gewinnen. Und dann trifft das einen noch nicht. Hallo, könntest du jetzt mal einfach auf den Boden hauen? Natürlich nicht. Oder den machen, aber vielleicht nicht, wenn ich in deine Richtung rolle. Meine Güte. Ich habe es gerade gesehen, dass er sich so leicht in meine Richtung bewegt hat. Alter. Ja, man sollte eigentlich bei ihm nicht auf Distanz bleiben, weil ihr merkt schon, dann fängt er die ganze Zeit nur an Feuer zu spucken. Aber irgendwie wollte er ja auch gerade einfach nicht draufhauen. Mann, 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 was stelle ich hier nur wieder an? Dann das Ganze nochmal. Yay, Freude. Mich wundert, dass wir im Eisenschloss keine einzige Estus-Scherbe gefunden haben, scheinbar. Nope. Nochmal. Yay, Freude. Wie gesagt, normalerweise eigentlich ist der Boss, wie gesagt, nicht schwer. Er nimmt halt viel Schaden. Man sollte sich halt nur nicht treffen lassen. Fies ist halt, wenn er wirklich die ganze Zeit nur seine Fernangriffe spammt. So, das darfst du machen zum Beispiel. Und das Schöne ist, wenn er einmal wirklich auf den Boden gehauen hat, kann man auch fast seine ganze Ausdauer für gewöhnlich darauf verwenden, ihn zu schlagen. Weil er dann eh erstmal wieder ein bisschen ausholen muss. So, ein bisschen aufs Horn gehauen. Und wieder voll auf den Arm. Das finde ich jetzt nicht gut. Da gehen wir mal nach hier hinten. Das finde ich wiederum ziemlich gut eigentlich. Denn wenn man nah genug dran ist und er diesen Angriff macht, dann... Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Natürlich trifft mich das noch. Schade. Da waren wir zu langsam. So, aber ihr seht, wie schnell wir den eigentlich auf so wenig Leben runtergeprügelt haben. Dann nehmen wir den nochmal einen mit. Ich werde wieder getroffen, ne? Hey, wow, cool. Skill. Ach komm. Dann kannst du noch einmal zuschlagen. Andersrum. Hier hinten. Jetzt macht er den Scheiß schon wieder. Wir werden getroffen, natürlich. Nein, nein, tritt doch nicht.
Hat noch funktioniert. Große Seele umarmt. Ja, wir haben die nächste große Seele. Jetzt fehlen uns noch zwei. Weil zwei haben wir, zwei Folgen noch. So, wir haben wie immer nach einer großen Seele erstmal eine Truhe. Die können wir plündern. Da haben wir ein versteinertes Etwas. Und hier haben wir einmal das ferne Leuchtfeuer, was ich gleich alte Feuer, was ich gleich entzünden will. Aber das hier möchte ich dann noch zeigen. Denn das hier, verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Oder ohne Spur von Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden. Im Turm des alten Eisenkönigs wohnt das Kind der Finsternis. Und Eindringlinge werden sich Ungemach stellen müssen, wie es sich eines Königs geziemt. Ja, wir könnten hier das Ding untersuchen. Machen wir auch mal eben. Dadurch kommen wir in das DLC Crown of the Old Iron King, sprich die Krone des alten Eisenkönigs, welche wir hier auch theoretisch dann uns holen müssten. Aber die Tür ist noch geschlossen, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Warum hier zum Beispiel Grabsteine sind und auf der anderen Seite auch nochmal, glaube ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, da wir dementsprechend nicht weiterkommen, rollen wir wieder zurück. Man bräuchte einen Schlüssel, den finden wir allerdings erst später. Und das gleiche gilt für alle drei DLCs, also sowohl Crown of the Old Iron King, Crown of the Old Sunken King und Crown of the Old Ivory King. Ja, die sind alle, brauchen alle spezielle Schlüssel, von denen wir noch keinen einzigen haben. Deshalb bringt uns das momentan noch nicht so viel, ne? Gut, dann würde ich aber sagen, wir leveln nochmal schnell auf. Ups. Jetzt habe ich schon wieder die erste Textzeile von ihr weggedrückt. Entschuldigung, wollte ich nicht. So, einfach mal Anpassung noch auf 30 hochbringen. Und dann können wir für 2000... Oh, können wir uns ein bisschen eventuell nochmal unsere Ausrüstung verbessern. Das wäre natürlich uns angebracht. Davon nichts, aber hier können wir raus. Oh, wir brauchen hier immer noch große Titanitscherben. Lol. Machen wir das mal. Und ja, mehr können wir gerade nicht tun. Nicht, weil uns die Seelen fehlen, sondern weil uns das Werkzeug fehlt. Wir könnten mit Funkeltitaniten die Mondschmetterlingsrüstung aufwerten. Aber da ich die für gewöhnlich nur zum Springen kaufe, haben wir uns immer noch den Kurzbogen nicht abgeholt. Holen wir uns den Kurzbogen ab. Ja, jetzt haben wir drei davon. Braucht man nicht, aber egal. Können wir uns mal eben drei Dingens kaufen. Zwei meine ich. Ne, doch drei. Ja. So. Ja, bitteschön. Wir machen für jetzt Schluss, würde ich sagen. In der nächsten Folge gehen wir von Majula einen der letzten beiden Wege, die uns in Richtung der nächsten großen Seele führen. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen wieder. Nein, nicht morgen, gleich wieder. Um 15 Uhr zu Dark Souls 2 Skull of the First Sin. Bis dahin, ciao.